Herzlich willkommen, liebe Modellbahnfreunde, bei Xtreme24, Ihrer Einkaufswelt für Modelleisen, Bahnen und Zubehör. Ja, ich bin wieder in unserem Hobbykeller hinabgestiegen und damit ahnen Sie vielleicht schon, was passiert. Ich habe mir heute vorgenommen, Ihnen wieder einen kleinen nützlichen Helfer für den Modellbau vorzustellen. Es ist ein Produkt aus dem Hause Faller, erhältlich unter Artikelnummer 170537 und nennt sich 3-in-1 Akku-Kombi-Gerät für den Modellbau. Und damit ist schon alles gesagt. Es geht um Modellbau und das ist ja gerade ein Thema, was gerade momentan sehr hoch im Kurs steht. Nicht nur für den schon längeren dabei sein Modellbahner, sondern auch vor allen Dingen für die Neu- und Seiten- und Quereinsteiger. Ja, was ist alles in dieser Verpackung drin und was können Sie mit diesem Gerät machen? Das wollen wir Ihnen jetzt vorstellen. Zunächst erstmal kommen wir zum Packungsinhalt. Zuerst begutachte ich das Kombigerät, quasi den Geräteträger. Er ist nicht größer wie eine normale Taschenlampe und liegt dank seiner Form gut in der Hand. Ohne Mühe erreicht man mit dem Daumen den am oberen Ende angebrachten Schalter für den Betrieb. Mit einem im Schalter verbauten Mikrotaster sind zwei Funktionen vereint. Beim Betätigen leuchtet eine LED auf und gleichzeitig wird die eingebaute Spitze erhitzt. Praktisch gelöst. Für eine sichere Befestigung der auswechselbaren Spitzen ist eine Buchse mit Bajonettverschluss verantwortlich. Im Gerätekörper ist ein leistungsstarker 3,7 Volt 2400 mA starker Akku verbaut. Damit ist kabelloses Arbeiten je nach eingesetzter Spitze zwischen 40 und 70 Minuten möglich. Aufgeladen wird der Akku über ein mitgeliefertes USB-Kabel. Der Ladezustand ist über eine Kontrollleuchte ablesbar. Rot Ladevorgang, grüne Anzeige Akku geladen. Eine Schaummodellierer Klingenspitze 1,2 mm. Ein Schaumschneider Klingenspitze 5 mm. Eine Lötspitze 12 Watt. Und eine Spitze für Heißschrumpfung 15 Watt. Das Einsetzen und Auswechseln der Spitzen ist dank des Bajonettverschlusses ein Kinderspiel. Mit Hilfe eines Drehrings werden die Spitzen arretiert. Sie sehen also, es ist allerhand Material dabei und ich denke, jetzt wird es Zeit, dass wir von der Theorie zur Praxis wechseln. Wir haben das natürlich auch mal ausprobiert, ob das alles so funktioniert, wie wir das hier in der Beschreibung vorgefunden haben. Als erstes testen wir die Schneideklinge 5 mm. Damit können alle Schaumstoffe, Polystyrol oder Styrodur etc. problemlos bearbeitet werden. Wir trennen ein Stück Polystyrol mit einem Cuttermesser. Ergebnis: Die Flächen sind nicht glatt getrennt und sehr porös. Und jetzt mit der Schneideklinge. Der Unterschied ist sofort erkennbar. Durch die heiße Klinge erreicht man diese glatte Schnittfläche.
Gleicher Ergebnis beim Schaumstoffschneiden. Ein super Ergebnis. Jetzt benutzen wir die Schaummodelliererspitze 2 mm. Sie eignet sich zum Ausschneiden von kleinen Durchbrüchen oder zum Durchbohren vom Schaumstoff, zum Beispiel um Litze durchzuschieben. Auch hier, wie Sie sehen, einfach und schnell. Jetzt kommt die Lötspitze an die Reihe. Skeptische Blicke, ob das auch so klappt. Im Ergebnis gibt es nichts zu meckern. Das Gerät arbeitet auch hier zuverlässig. Feine Sache. Die beiden verlöteten Drahtenden wollen wir nun mit einem Schrumpfschlauch isolieren. Dazu benutzen wir die Spitze für Heißschrumpfung. Sieht ein bisschen wie ein Zigarettenanzünder aus einem Auto aus. Das Wirkungsprinzip ist aber dasselbe. Auch hier ein tadelloses Ergebnis. Verweilen wir noch kurz bei der Lötspitze mit einem praktischen Beispiel an der Anlage. Oder besser gesagt, Untertage. Hier spielt das kleine Gerät seinen Vorteil voll aus. Schnelle Reparaturen sind ohne eine Lötstation möglich. Außerdem ist der Einsatz einer Lötstation unter der Anlage etwas schwieriger einzusetzen als dieses kleine Kombigerät von Faller. Auch das nächste Beispiel zeigt den klaren Vorteil dieses Gerätes beim laufenden Einsatz auf der Anlage. Mit einem kabelgebundenen Lötkolben ist die Gefahr der Beschädigung von Aufbauten auf der Anlage groß. Auch hier kann dieses kleine Gerät problemlos zum Einsatz kommen. Mein Fazit: ein nützlicher kleiner Helfer für Modell, Bau und Bahn. Das Ergebnis hat mich voll überzeugt. Das hätte ich dem kleinen Kombigerät gar nicht zugetraut. Ich vergebe volle Punktzahl mit dem Siegel der Praxistauglichkeit. Ja, was soll ich sagen, die Modellbahn? Also, Sie konnten sich jetzt selbst davon überzeugen. Es ist schon ein kleines, feines Teil, was Faller da auf den Markt gebracht hat. Also ich bin schon mal ganz begeistert und ich denke,
wir haben ihr Interesse dafür auch wecken können. Und der eine oder andere wird vielleicht sagen, klar, ist eine super Sache, würde ich gern haben wollen. Alles kein Problem, bei uns im Shop jederzeit erhältlich. Tja, und dann wünschen wir natürlich Ihnen, die sich dazu entschlossen haben, dieses Gerät zu kaufen, viel Spaß dabei und vielleicht schreiben Sie uns ja mal so einen kleinen Erfahrungsbericht dazu. Da würden wir uns natürlich riesig freuen. So, das war's. Unsere Produktvorstellung von dem Faller-Produkt 170537, das 3-in-1-Akku-Kombi-Gerät für den Modellbau. Und damit möchte ich mich von Ihnen verabschieden, liebe Modellbahnfreunde, wünsche Ihnen viel Spaß mit dem Produkt und verbleibe bis zum nächsten Mal, Ihr Frank Buttig.